Guten Tag und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin zum ersten Brownback Lunch seit langer, langer Zeit. Sie dürfen Ihre Masken absetzen, Sie dürfen sie aber auch aufbehalten, je nachdem, wie es Ihnen gefällt und Ihnen recht ist. Mein Name ist Sonja Longolius, ich bin eine der beiden Leiterinnen dieses schönen Hauses. Heute hätten wir ja fast doch noch mal in den Garten gehen können, wo wir die letzten Veranstaltungen gemacht haben. Aber ich finde hier so in der Bestuhlung und mit der Belüftung, ich hoffe, dass Ihnen das recht ist und Sie sich wohlfühlen. Ich freue mich, dass heute Christoph Magnusson bei uns ist, der diesen wunderbaren Roman geschrieben hat in diesem Jahr. Wann ist er genau erschienen? Am 12. August. Am 12. August, genau. Ich habe noch den Sommer erinnert, und zwar in einer ein sehr lustiger Sommer war das. Ich habe mich mit diesem Roman sehr vergnügt. Ein Mann der Kunst, ich kann den nur wärmstens empfehlen. Es wird auch heute um diesen Roman gehen, aber eben nicht nur, sondern auch um die Bauhaus-Dessau-Residenz, wo Christoph Magnusson in den letzten Wochen war, wo er sich aufgehalten hat. Er hat nämlich eine Tandem-Residenz mit dem Video- und Fotokünstler Jan Tischi im Bauhaus Dessau, in der Stiftung Bauhaus Dessau vollbracht. Und darüber wird er uns berichten. Und dazu befragt ihn Florian Strob, der dieses Programm leitet in Dessau, und ich begrüße beide recht herzlich. Ich möchte noch darauf hinweisen, den Roman können Sie unten in der Buchhandlung auch erwerben. Er ist vorrätig, er ist da und er ist sehr zu empfehlen. Viel Spaß euch beiden, viel Spaß Ihnen, und es kann losgehen. Vielen Dank, Sonja. Vielen Dank für die Einleitung, und ich freue mich ganz besonders auch über diesen wirklich, wirklich sehr witzigen, klugen Roman von Christoph zu sprechen, ein Mann der Kunst, aber wir wollen natürlich auch über das Bauhaus sprechen, und damit möchte ich vielleicht anfangen mit deiner Zeit in Dessau. Die Meisterhäuser, wer sie nicht kennt, waren Künstlerhäuser, gebaut für Künstler 1925-26 in Dessau, und sie dienten natürlich dem Leben und Arbeiten. Heute sind sie vor allem museal genutzt, also man kann sie besichtigen. Nur zwei davon werden seit 2016 für ein Residenzprogramm für internationale Künstler und Künstlerinnen geöffnet, um dort wieder zu leben. Denn die Funktion war schon beim Bau der Häuser unglaublich wichtig. Daher die Idee, wir müssten die Funktion ja nicht erhalten, aber vielleicht ein bisschen wieder erfinden. Und das haben wir gemacht, und seit 2020 machen wir das wunderbarerweise zusammen mit dem Literaturhaus hier in Berlin, sogenannte Tandem-Residenzen haben wir die getauft. Also wir bringen Künstler und Autoren ins Gespräch. Dieses Mal nach Sujata Bhatt und Inge Mahn im Frühjahr, Jan Tichy und Christoph Magnusson. Und Christoph, du bist im September im Haus Muche untergekommen. Ganz kurz vielleicht noch zu diesem Haus Muche. Die Häuser sind der Einfachheit halber nach den Erstbewohnern benannt. Also 1926 wohnte für nur sehr wenige Monate der Künstler Georg Muche dort und hat das Haus einrichten lassen von einem anderen berühmten Bauhäusler, Marcel Breuer, Architekt, Innendesigner, Möbeldesigner. Und der hat Georg Muche überzeugt, ein Schlafzimmer komplett schwarz zu lackieren. Die Geschichte geht so, angeblich übernachtete Georg Muche am ersten Tag dort und hat danach nie wieder dort übernachtet, weil er sich so gruselte, denn in dieser schwarz lackierten Wand hat er sich selbst ganz verzerrt gesehen und hat den Raum angeblich nie wieder betreten, hat ihn mit Koffern voll bestückt, beladen und hat ihn links liegen gelassen. Wie hast du diesen Raum genutzt? Ich habe sogar überlegt, da zu schlafen. Also das, man kann die Betten ja auch ein bisschen herumtragen, weil ja relativ wenig fest installierte Dinge sind, weil das ja natürlich alles unter Denkmalschutz steht. Und ich habe da mal ein Bett reingetragen, das aber dann wieder rausgetragen und hatte dann eigentlich eine ganz andere Idee. Eigentlich müsste man da so eine kleine Lese-Performance-Reihe machen und in diesem schwarzen Schlafzimmer mit dieser ganzen Bauhaus-Atmosphäre drumherum so düstere Texte lesen. Also ich dachte, eigentlich ist es wunderbar da so. Ich habe sofort da gesagt, ich möchte hier was lesen, also laut vorlesen von Edgar Allan Poe oder von Elfriede Jelinek oder sowas. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Es ist letztendlich dann einer der Räume gewesen, in dem ich halt oft rumstand, aber jetzt nicht viel. Also übernachten wollte ich da ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist etwas gruselig. Der Raum ist auch recht klein, nicht? Ja, also der Raum ist sehr klein und ja.
Für eine Person vielleicht. Genau. Aber auch erstmal nochmal von mir, also guten Tag und vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung. Ich war vor über 20 Jahren einmal länger in Amerika und da gab es diese Brown Bag Veranstaltung. Ich dachte immer, wow, das gibt es in Deutschland nicht, das ist ja toll. Sowas möchte ich auch unbedingt gerne mal machen. Und dass dieser Traum jetzt nach über 20 Jahren endlich in Erfüllung geht, das freut mich sehr. Deswegen also schön, dass Sie hier sind. Ja, ich bleibe vielleicht noch einen Moment bei den Räumen, weil es in der Residenz ja auch natürlich immer um den Ort geht, Dessau und ganz besonders die Meisterhäuser. Wenn du das schwarze Schlafzimmer auch ein bisschen gefürchtet hast, gab es Räume, die dir sympathischer waren? Und wie habt ihr dort gelebt? Also es ist schon ganz interessant, wie einen diese Architektur dieser Meisterhäuser dann doch leitet so in seinem Alltag. Also im Prinzip ist ja bei mir, dadurch, dass ich eben frei arbeite, ist jeder Tag ja mehr oder weniger unstrukturiert, aber es ist doch ganz eindeutig, dass es mich immer gezogen hat zu dem Atelier hin, also zu einem Raum, der sicherlich fast so groß ist wie dieser, vielleicht sogar genauso groß und eben diese bauhaustypischen großen Fenster hat, also eine ganze Front, die also nur Fenster ist, davor eben dann Bäume in den saisonalen Herbstfarben. Und das ist schon immer so, dass, also wenn ich irgendwo anders war, dachte ich, jetzt möchte ich aber wieder dahin. Und das war deswegen so ein Ort, wo ich auch so intuitiv sofort den Laptop hingestellt habe und also da eigentlich die allermeiste Zeit verbracht habe, einfach so mit Arbeiten und auch sehr viel einfach mit rausgucken. Also habe ich so als sehr interessante erste Interaktion mit diesem Ort und mit der Architektur erlebt, dass es so einen Raum gibt, der einen so anzieht. Die Häuser ziehen ja aber nicht nur Künstler und Künstlerinnen an, sondern auch ganz, ganz viele Besucher. Hat dich das gestört? Also die anderen Häuser sind 7, kann man besichtigen. Wir hatten trotz Corona dieses Jahr auch viele Besucher. Hat dich das irgendwie gestört, beeinflusst? Nee, eigentlich, also ich fand das interessant. Also man muss sich das wirklich vorstellen, es gibt eben auch im Erdgeschoss ist eine Küche und ein Esszimmer und ein Wohnzimmer. Und das passiert schon, dass man irgendwie so mit seinem Teller, den man sich in der Küche zurechtgemacht hat, sich in das Esszimmer setzt und dann sieht man, ist da die Fensterscheibe und das sind Leute, die dann da so reingucken. Das ich fand es erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt. Also erstmal dürfen diese Leute ja da sein und das ist natürlich auch, das gehört zu diesem Ort dazu und dieser Ort wäre längst nicht so gut erhalten gewesen, wenn da nicht so viele Leute andauernd hinfahren würden, das ist ja klar. Und das fand ich eigentlich, also ich habe das irgendwann dann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also es gibt auch dann Leute, die mal gucken, ob man da vielleicht reinkommt, sitzt man dann da und hört man so zack und dann geht die Türklinke von aus, sieht man, wie die runtergeht. Aber das ist halt, das gehört ja auch zu diesem Ort dazu. Also das Bauhaus wäre ja nicht das Bauhaus, wenn es nicht so stark auch wahrgenommen würde von allen möglichen Leuten. Und es gab ja eben das Obergeschoss, wo man nicht unter Beobachtung stand, also wie in einem guten Zoo sozusagen, wo die Tiere auch so Rückzugsmöglichkeiten haben und nicht sozusagen permanent unter Beobachtung stehen, aber sich eben auch angucken lassen dürfen. Und man hat ja während Corona auch in manchen Zoos festgestellt, dass die Tiere das durchaus auch vermisst haben, dass sie nicht angeguckt wurden. Und es ist natürlich auch so, es ist natürlich auch was Schönes, wenn die Leute dann da so, die auch zum Teil ja doch neidisch darauf gucken, dass man in so einem tollen Ort lebt. Und um vielleicht noch eine ganz kurze Sache zu sagen, das ist auch eine Sache, die mich in diesem Roman sehr interessiert hat. Also es geht in diesem Roman ganz stark um Kunstfans. Also es geht eigentlich um die Leute, die sich in Museumsfördervereinen engagieren, die Bildungs- und Kulturreisen machen, also so eine Art Studiosus-Publikum, wenn man mehr oder weniger will. Und über diese Menschen geschrieben zu haben und dann sozusagen mitten in der Lesereise, so die andauernd so da vor dem Fenster vorbei defilieren zu sehen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Kommentar wiederum gewesen zu dem Roman. Wir haben dich ja auch nicht umsonst oder ohne Grund eingeladen. Der Roman passte natürlich hervorragend. Ich will aber noch einen ganz kurzen Moment bei diesem Haus bleiben, weil
die Leute, also auch ich, die wir in der Stiftung Bauhaus Dessau arbeiten, nie das Privileg haben, dort zu wohnen und natürlich ganz interessiert sind, daran zu hören, wie es denn eigentlich nun wirklich ist, in diesen berühmten Häusern zu wohnen. Du hast das Atelier erwähnt. Das Atelier hat dieses große, große Fenster Richtung Norden. Natürlich eigentlich für die Maler des Bauhauses. Kandinsky und Klee haben dort damals ja auch gewohnt. Macht das Licht irgendetwas für dich, also als Schriftsteller? Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, weil man hat nicht so diese Dichterklausenstimmung, sondern man ist eben an einem wirklich schönen Ort und wie mir hilft das sehr, also einfach konzentriert zu arbeiten und ästhetische Erfahrungen, die sozusagen oder Eindrücke, die von außen reinkommen, die machen natürlich auch was mit einem, wenn man sich hinsetzt und schreibt. Also ich habe früher so andere Aufenthaltsstipendien gehabt, auch zum Teil mit bildenden Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und da hatte man immer die merkwürdige Situation, so die bildenden Künstler hatten immer diese großen Ateliers mit viel Licht und viel Platz. Und die Autoren hatten immer so, ne, das war sozusagen nach dem Motto, ja, die gucken ja eh nicht aus dem Text raus. Ne? Und das ist eigentlich eine merkwürdige Vorstellung davon, wie Schreiben funktioniert, als würde man irgendwie im Prinzip mit einer erweiterten Telefonzelle sozusagen auch genauso auskommen. Aber so ist es natürlich nicht, weil die Haltung, die man einnimmt beim Schreiben, wird ja geprägt von dem Umfeld. Das ist ja eigentlich klar, aber das auch nochmal so als Erfahrung zu machen, wie das so ist, wenn man endlich mal so arbeiten darf, wie die Malerinnen und Maler das schon länger dürfen. Also da sind jetzt meine Ansprüche, glaube ich, etwas gestiegen an künftige Residenzen. Ich glaube, das wird jetzt schwer zu toppen. Wunderbar. In dem Roman spielt ja auch Landschaft eine große Rolle. Es geht unter anderem um eine Burg im Rheingau. Jetzt warst du in Dessau. Denkst du, das könnte dich inspirieren zu einem Meisterhausroman? Und wie könnte der aussehen? Ja, da finde ich das ja, also das habe ich natürlich auch überlegt, als ich da war und fand es eigentlich interessant, auf wie viele verschiedene Ideen ich gekommen bin. Also was daraus wird, ist eh die Frage, weil also eigentlich Eindrücke ja immer sehr lange brauchen, bis daraus ein Buch wird. Also das dauert Jahre und vor allen Dingen habe ich auch immer den Eindruck, damit ich mich hinsetze und ein Buch schreiben müssen, einfach reicht nicht sozusagen ein starker Impuls aus einer Richtung, sondern es müssen einfach aus sehr vielen verschiedenen Richtungen Sachen zusammenkommen, weil Dichtung kommt ja von Verdichten. Das heißt, man muss viele verschiedene Eindrücke müssen sich in einem Punkt irgendwie treffen, damit man wirklich ein ganzes Buch daraus machen kann. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob daraus was wird, aber was ich interessant fand, ist eben ja diese verschiedenen Ideen, auf die ich kam, weil die Meisterhäuser ja auch nicht symmetrisch sind, sondern die sind im Winkel von zum Teil, glaube ich, also entweder 180 oder 90 Grad irgendwie ineinander verschachtelt. Da habe ich natürlich zuerst gedacht, könnte man natürlich auch so was ganz konstruktivistisch daran gehen und ein Buch machen, was man auch zur Hälfte so liest und dann muss man es umdrehen, wie jetzt gerade erschienen von Karosch Taha ein Buch im Bauch der Königin oder Revolutions gab es auch mal. Also das heißt, so etwas habe ich mir gedacht und gleichzeitig aber auch festgestellt dann einmal nachts, als mir etwas kalt war, weil also diese großen Fenster haben natürlich die Folge, dass auch sehr geheizt werden muss. Einmal wollte ich dann runtergehen und in der Nacht die Heizung aufdrehen und habe festgestellt, dass diese Keller ja, die Häuser sind miteinander verbunden durch die Keller. Dass ich, also es wäre auch irgendwie, man könnte auch einen Krimi schreiben im Bauhaus. Das glaube ich auch. Wundert mich eigentlich, dass es das nicht schon gibt. Aber also dieses, der Bauhaus-Krimi ist also auch noch nicht geschrieben, aber das sagt ja auch wieder etwas über einen Ort aus, wenn es sozusagen die verschiedensten Inspirationen aufruft, also so von Konzeptkunst bis zu Genreliteratur. Wunderbar, aber vielleicht ist jetzt das Thema Roman die perfekte Überleitung, um etwas aus dem Roman zu hören. Ja, dann lese ich doch jetzt sogar mal etwas von dem, was ich gerade erzählt habe, von diesem Museumsförderverein. Also um es ganz kurz zu sagen, also es gibt in diesem Roman einen Malerfürst, der heißt K.D. Pratz, der ist so 70 und eben sehr, sehr reich, sehr erfolgreich, also wirklich ist diese, gehört so zu diesem Typus Georg Baselitz oder auch jetzt vielleicht
Peter Zadek oder Klaus Peimann in der Regie, also diese eigentlich nie richtig also herausgeforderten Männer dieser Generation, erfolgreiche Künstler, die eigentlich seit Jahrzehnten gewöhnt sind, dass das, was sie tun, genau das Richtige und das Relevante ist. Und der hat sich eine Burg gekauft am Rhein, hat sich da vollkommen zurückgezogen, eigentlich seit 20 Jahren da niemanden reingelassen und ja, verbringt die Tage eigentlich mit Malen und mit ja, die Welt schlimm finden. Und dann gibt es ein Museum, was einen Anbau machen will und diesen Anbau komplett seinem Werk widmen will. Und die Bedingung dafür, aber für dieses Bauvorhaben, ist, dass er eben die kunstbeflissenen Damen und Herren vom Förderverein ein Wochenende bei sich empfängt. Das heißt, der muss diese Isolation aufgeben und da treffen dann eben zusammen dieser kompromisslose, extreme Künstler und diese ja, bildungsbürgerlich gediegenen Kunstfans, die natürlich aus ganz unterschiedlichen Welten kommen und die treffen sich an diesem Wochenende. Und ich kann natürlich jetzt nicht so viel lesen aus dem Roman, aber vielleicht mal so als kleines 10-minütiges Schlaglicht einfach den Beginn, wie also diese Damen und Herren aus dem Förderverein losfahren, dann lernen Sie jetzt die mal kennen. Wir trafen uns auf dem Werkhof des Museums. Unsere Reise zu K.D. Pratzburg wurde Wirklichkeit. Wir stiegen in einen Reisebus und fuhren aus Frankfurt raus, dieser eigentlich gar nicht so großen Stadt, die man trotzdem nie richtig hinter sich ließ, egal in welche Richtung man fuhr. Irgendwo waren immer Häuser, Verbrauchermärkte, Zersiedlungen. Es war mitten in den Sommerferien, die A3 war erstaunlich leer. Wir fuhren am Stadion vorbei, hatten am Flughafen einen wunderbaren Gotham City-Moment, als zwei ICEs kurz nacheinander in den Fernbahnhof einfuhren, darüber ein 380 Airbus startete und zwei kleinere Jets im Landeanflug waren, während auf den Überholspuren der vierspurigen Autobahn die SUVs mit 200 km/h in Richtung Köln donnerten. Und zwischen all dem zuckelte unser Förderverein mit gemütlichen 90 auf der rechten Spur in Richtung Rheingau, der auch bald schon mit seinen sanften Erhebungen in Sicht kam. Letzte Ausläufer einer großen Bergwelle, einer Bewegung, die am Ufer des Rheins zum Ende gekommen war. In den letzten Tagen hat es im Süden heftige Sommergewitter gegeben, sodass selbst der Rhein bei aller Erhabenheit etwas Gehetztes bekommen hatte. Eilig kam er von Osten, von Mainz und Wiesbaden heran. Wir stellten uns in die Schlange der grauen und schwarzen Autos mit Frankfurter Wiesbadener Kennzeichen, die in Richtung der ersten Rheingauer Dörfer sich schoben, in Richtung der neu auf alt gemachten Boutique-Hotels und Restaurants mit handgeschriebenen Speisekarten. Ich wusste nicht wie, aber unser Museumsdirektor, Michael Neuhuber, hatte es hinbekommen. K.D. Pratz hatte zugestimmt, unseren Förderverein auf seiner Burg Ernsteck zu empfangen. Es sollte mit einem ungezwungenen Kennenlernen bei einem Glas Wein losgehen. Morgen sollten wir uns ein bisschen den Rheingau ansehen und am Sonntag als Höhepunkt würde er uns sein Atelier zeigen. Die Arbeiten der letzten Jahre, die bisher nicht einmal sein Galerist zu sehen bekommen hat. Michael Neuhuber hatte für jeden von uns eine Ausgabe des K.D. Pratz Sonderheftes beschafft, das er im letzten Jahr in der Reihe Visualitäten herausgegeben hatte. Auf dem Titel war eine seiner älteren Arbeiten aus der politisch-ökologisch motivierten Phase der 80er Jahre. Graue Menschen, die auf der Autobahn durch ein von saurem Regen zerfressenes Waldgebiet fahren, im Hintergrund rauchende Schornsteine, der Titel Mobil bis in den Tod. Ingeborg, das ist die Mutter des Erzählers, die Chefin des Fördervereins. Ingeborg hatte die Zeitschrift nach unserer Abfahrt noch einmal durchgeblättert, obwohl sie sofort nach Erscheinen gekauft und nicht nur von vorn bis hinten gelesen, sondern großflächig mit Kommentaren und Unterstreichungen versehen hatte. Inzwischen jedoch hatte sie die Zeitschrift auf den Vierertisch gelegt, an dem wir mit Michael Neuhuber saßen und über Gott und die Welt und die Kunst redeten und, mehr als alles andere, über K.D. Pratz. Es freute mich, dass Ingeborg so guter Laune war. Bei unseren letzten Treffen hatte sie zwar nicht unglücklich gewirkt, aber doch für ihre Verhältnisse erstaunlich gleichgültig gegenüber dem, was auf der Welt geschah. Bei anderen Leuten um die 70 wäre das vielleicht kein Grund zur Sorge gewesen. Bei Ingeborg, die sich sonst immer über alles informierte und sich liebte, sich eine Meinung zu bilden, hingegen schon. Es hatte fast so ausgesehen, als würde sie sich parallel zu ihrem langsamen Rückzug aus dem Arbeitsleben auch aus der Welt zurückziehen.
Doch seitdem sich abzeichnete, dass diese Reise zustande kam, war das wie weggeblasen. Nun hatte Ingeborg die Chance, ihrem Lieblingskünstler zu einem Museum zu verhelfen. Kein Wunder also, dass Ingeborg nervös war. Den anderen fiel es vielleicht gar nicht auf. Sie sprach in der ihr eigenen aufgeregten, unaufgeregten, freundlich zugewandten Art. Doch ich sah es an ihrer Kleidung, an der übergroßen Bluse aus schwarzem Leinen, der Kette aus großen bunten Holzperlen und der weißen Plissé-Hose von Issy Miyake. Immer, wenn sie aufgeregt war, zog meine Mutter sich einen Tick zu schick an und einen Tick zu jung. Die vierte Person an unserem Vierertisch war der millionenschwere Herbert von Drüber, den Ingeborg und ich heimlich das Einstecktuch nannten, weil er gern teure Sakkos trug, in denen stets ein farblich zum Hemd passendes Einstecktuch steckte, was in einem gewissen Widerspruch zu seinem markigen Auftreten stand. Mit einem Schüttgutvertrieb zu Geld gekommen, verfügte er allein über mehr als die Hälfte der Finanzkraft des Fördervereins und erschien mir manchmal wie einer Destillat aus allen Angeber- und Prahlhansfiguren der TV-Serien von Helmut Dietl, wobei Herbert von Drüber im Grunde genommen kein unangenehmer Zeitgenosse war. Er war durchaus unterhaltsam, wenn man ihm einfach zuhörte und sich seinen Teil dabei dachte. Zu seinen Füßen, oder eigentlich eher zu meinen, lag sein derzeit aktueller Bernardiner, den ich gelegentlich mit meinem Fuß ein bisschen mehr in seine Richtung schob, so gut das bei einem Hund von der Größe eben ging. Jeder wusste um die Bedeutung von Herbert von Drüber für das Gelingen dieser Aktion und er selbst wusste es auch. Er hatte eh nie so getan, als wollte er trotz seines Geldes behandelt werden wie alle anderen. Das Einstecktuch wollte hofiert werden, idealerweise von jungen Frauen, und so war es weder Zufall noch ein Wunder, dass direkt auf der anderen Seite des Ganges Katarzyna Pszczek saß, Michael Neuhubers persönliche Assistentin, die auf diesen Reisen für alles Organisatorische zuständig war. Katarzyna Pszczek arbeitete seit mittlerweile 2 Jahren für das Museum Wendevogel und war hauptsächlich für den Förderverein zuständig, auch wenn sie das auf LinkedIn kuratorische Assistenz nannte. Ein Titel, der ihr von der Qualifikation her auch zustehen würde, hatte sie doch eine Masterarbeit mit Bestnote über die feministische, in den 20er Jahren bekannte und jetzt wiederentdeckte Malerin Lotte Laserstein geschrieben. Eigentlich sollte sie etwas Besseres tun als Reisebusse und Hotelbetten buchen und mit Leuten wie dem Einstecktuch reden. »Ich schreibe gerade ein Exposé für eine Doktorarbeit«, sagte Katarzyna zu ihm. Das sagte sie, seit ich sie kannte. »Ach, dann sind Sie gar keine Bachelorette, sondern Master, Meisterin.« Das Einstecktuch hatte ein erstaunliches Talent dafür, Wörter so zu betonen, einzelne Silben so in die Länge zu ziehen, dass er jedem beliebigen Satz anzügliche Untertöne verleihen konnte, ohne dass ihm jemand etwas unterstellen konnte. »Auf Kuratorinnen-Ebene gibt es ohne Promotion keine Stellen«, sagte Katarzyna Pszczek. Die Schlüpfrigkeit des Einstecktuchs war nicht mehr so offensichtlich wie früher. Er legte ihr nicht den Arm um die Schultern und antwortete, aber mit ihrem Aussehen stehen jedoch alle Türen offen. Er legte ihr nicht einmal die Hand auf den Oberschenkel, legte nur manchmal, ganz selten und niemals für lange Zeit den Zeigefinger auf ihren Unterarm, während er mit ihr sprach, achtete aber darauf, das auch gleichzeitig bei allen anderen zu tun, Männern wie Frauen. Er wandte ihr einfach immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu, saß öfter neben ihr, war, wie durch Zufall, öfter mit ihr im Gespräch. Ich fragte mich langsam, ob er antisexistische Blogs las, um sich zu informieren, womit Leute wie er heute gerade noch durchkamen. Katarzyna Pszczek reagierte auf diese Avancen mit dem ihr eigenen Ernst. Sie lächelte nie. Seit ich sie kannte, hatte sie den gleichzeitig femininen, aber doch strengen Stil junger Kunsthistorikerinnen immer weiter perfektioniert, trug nur wenig und sehr blasses Make-up, aber dazu einen noch knallroteren Lippenstift als in ihrer ohnehin schon knallroten Anfangszeit am Museum Wendevogel. Sie trug Leggings, schwarze Sockensneaker und darüber dunkle, ungewöhnlich geschnittene Oberteile, die, obwohl sie vollkommen oversized waren, ihren Körper betonten oder zumindest erahnen ließen, als versuchten sowohl sie als auch das Einstecktuch zwischen den Korrektheitsansprüchen unserer Zeit und alten sexuellen Machtdynamiken ihren persönlichen Mittelweg zu finden. An Katarzyna Pszczeks Vierertisch saßen auch die Hansens, Martha und Rainer,
ein pensioniertes Pastorenehepaar, die sich Zeit ihres Lebens eine Stelle in Wetterau geteilt hatten und sich nun eine Ausgabe des K.D. Pratz Sonderheftes teilten. Eine reiche ja vollkommen, das ganze Papier. Die Hansens waren erst vor 2 Jahren in den Förderverein eingetreten, sofort nach ihrer Pensionierung. In einem unserer Gespräche hatte ich erfahren, dass sie keine großen Fans von K.D. Pratz waren. Die Hansens mochten Yoko Ono. K.D. Pratz war ihnen zu hart. Sie vermissten in seinem Werk einen gewissen Humanismus. Wenn ich die Hansens ansah, stellte ich mir manchmal vor, dass Yoko Ono und John Lennon die Helden ihrer Jugend gewesen waren. Für mich passte das gut, auch wenn Martha Hansen sich bei der Auswahl ihrer Kleidung, ihren naturtrüben Blusen und Hosen wahrscheinlich eher daran orientierte, ob sie fair gehandelt waren und nicht daran, ob sie in ein Stilkonzept passten. Und auch wenn Rainer Hansen mit seinem halb ergrauten Backenbart eher an die Pastoren aus vergangenen Jahrhunderten erinnerte, wie sie manchmal sittenstreng dreinblickend auf Ölgemälden in norddeutschen Kirchen waren, obwohl er in seinem Wesen, ganz im Gegensatz zu seinem Äußeren, gar nichts Strenges hatte, sondern eher eine zerstreute Milde ausstrahlte. Die Hansens waren intensiv damit beschäftigt, sich vorzubereiten, sich einzulesen, was eines ihrer Lieblingsworte war, wobei Martha Hansen eine noch größere, protestantisch textbegeisterte Ernsthaftigkeit an den Tag legte als ihr Mann. Das Wichtigste war dabei für Martha Hansen stets ein kritisches Bewusstsein. Und Martha Hansens kritisches Bewusstsein vertrug sich eben nicht mit dem kritischen Bewusstsein, das K.D. Pratz auf seinen Bildern so deutlich zur Schau stellte. Immer wieder, gerade wenn sie nun in dem Heft die älteren Bilder von K.D. Pratz betrachtete, sagte sie, das Bild spricht einfach nicht zu mir. Doch ihrer Vorfreude tat das keinen Abbruch. Auch die Hansens liebten diese Reisen. Überhaupt herrschte überall eine gediegen aufgekratzte Vorfreude, wie ich sie auch von unseren anderen Reisen kannte, auf die ich meine Mutter begleitet hatte, nach Stockholm, nach Bilbao, ins Veneto und nach Antwerpenbrücke Gent. Alle lasen etwas Kluges oder sie unterhielten sich, aßen gesunde Trockenobst-Snacks, klappten Schaubilder aus Kunstreiseführern aus. Vielen Dank. Ich musste zu Hause beim Lesen schon unglaublich lachen und jetzt fiel es mir auch schwer, nicht zwischendurch laut zu lachen. Das liegt unter anderem daran, dass das unglaublich gut getroffen ist, finde ich. Also diese ganze, im ganzen Roman, die ganze Kunstwelt, die Leute, die dort arbeiten, die Leute, die sich dafür interessieren, die Künstler natürlich auch, aber ohne je böse zu sein, aber mit einem gewissen Witz. Und die Frage ist natürlich, wie hast du recherchiert? Also bist du eingestiegen? Bist du Teil eines Freundesvereins? Ich bin nicht inkognito in einen Förderverein eingetreten. Nein, das habe ich nicht gemacht. Also in meinen letzten Romanen hatte ich immer so relativ große, sehr rechercheintensive Themen. Also in einem ging es um die Finanzwelt, worüber ich wenig wusste und musste also in diese Händlerseele reinkommen in Frankfurt und diesen Leuten über die Schulter gucken, während sie diese ganzen Finanztransaktionen machen. Für den letzten Roman, Arztroman, bin ich lange mit Notärztinnen und Notärzten in diesen Notarztwagen durch Berlin gefahren. Das ist natürlich auch eine Welt, wo ich einfach sehr, sehr viel erstmal überhaupt lernen musste. Und hierbei ist es jetzt etwas anders gewesen, weil ich natürlich, also selber, ich gehe in Museen und ich nehme Kunst und Kultur wahr und gehe viel auf solche Veranstaltungen und konnte da natürlich schon eine Menge draus ziehen. Und habe dazu auch Freunde, also allen voran mein Lebensgefährte, der auch in Museen lange gearbeitet hat. Und da erlebt man natürlich einfach, wenn man mit offenen Augen durch diese Ausstellungseröffnungen geht oder auch am Gallery Weekend, Art Week Berlin und diese ganzen Sachen. Also ich finde, das ist ja so unübersichtlich geworden, was es inzwischen alles, also diese ganzen Veranstaltungen, die ich gar nicht mehr auseinanderhalten kann, die Positions, Paper Positions und irgendwie, naja, also das alles, das ist ja schon eine unglaublich faszinierende Welt, also eben weil sich da diese Extreme eben treffen, weil man ja Kunst hat, die ja oft auch sehr, sehr, sehr extreme Darstellungen von Sexualität, von Gewalt beinhaltet und dann eben diese gediegenen Menschen, die so davor stehen und so denken, so, ach, naja, ja,
So, und ne, dieses und das ist ja eigentlich, also ich habe mich da so dran gewöhnt, dass das so ist, aber eigentlich ist es ja eine total verrückte Situation, also was da an Extremen aufeinanderprallt, ne? Und aber auch eben eine, das sind zwei Welten, die sich natürlich auch gegeneinander, also die einander brauchen und die natürlich auch dieses unsere Kultur, unser kulturelles Leben am Laufen halten und die natürlich auch, also die ins Theater gehen und zu Lesungen, und das habe ich, deswegen war mir das auch wichtig, deswegen freut mich, dass das so angekommen ist. Natürlich ist das eine Welt, die hat gewisse ulkige Komponenten, aber dennoch ist das nichts, was ich finde, was man jetzt so ins Fratzenhafte übersteigert parodieren sollte. Also ich weiß nicht, kennt sicherlich einige diesen H.P. Kerkeling-Sketch Hurz, wo er genau das tut. Und ich habe immer gedacht, nee, die haben eigentlich haben die was Besseres verdient, weil eigentlich ist es ja toll, dass es Leute gibt, die richtig noch quasi in dem mit dem Kunstbegriff der klassischen Moderne herausgefordert werden wollen in ihren Seh- und Denk- und Hörgewohnheiten, und sich eben nicht einlullen lassen wollen von Kunst, sondern wirklich dadurch irgendwie anders sein wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Kapital, dass wir das haben. Ich war einmal in Stuttgart in der Oper bei einer Werkeinführung, und da steht wirklich eine Frau auf und sagt, sie hat diese Inszenierung jetzt schon dreimal gesehen, aber diese eine Sache, die hat sie noch nicht begriffen, da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Und das ist ja wunderbar. Und das war mir schon sehr wichtig für diesen Roman, also mal eben nicht hauptsächlich über einen großen Künstler zu schreiben, sondern eben auch diesem Förderverein irgendwie einen großen Raum einzuräumen. Und das kannte ich ehrlich gesagt bislang auch noch nicht. Also ich wüsste nicht, ob es einen anderen Roman über einen Förderverein gibt. Wer einen kennt, sollte sich melden. Aber ich muss sagen, also du hast wirklich was wesentlich Gerechteres, Besseres, Witzigeres noch als den Hurz hier hingelegt. Aber du hattest eben die Bilder erwähnt, auch die krasseren Bilder. Die spielen natürlich auch im Roman eine Rolle. Inwiefern waren Bilder, vielleicht auch ganz konkrete, bestimmte Bilder für dich auch im Arbeitsprozess wichtig? Ja, also das... Hast du selbst gemalt? Nee, ich kann leider überhaupt nicht mehr. Ich kann noch nicht mal einen Kreis malen. Ich wirklich... ich hatte auch... Keine so wahnsinnig gute Zeit im Kunstunterricht früher. Und wir haben verrückterweise im Musikunterricht, weil wir so einen tollen Lehrer hatten, eigentlich mehr über Kunst gelernt als im Kunstunterricht, weil der immer, wenn der Debussy behandelt hat, dann hat er dann auch impressionistische Bilder gezeigt und so. Das heißt, aber malen kann ich nicht, aber was mir dann doch Spaß gemacht hat, war einfach mir so im Kopf auszudenken, was der so malen könnte. Also so... Es gibt zum Beispiel ein Bild, das heißt Der Malerfürst vom Universum aus betrachtet. Das ist eine riesige weiße Leinwand mit einem ganz, ganz kleinen schwarzen Punkt, wo, wenn man ganz nah rangeht, man merkt, dass es kein Punkt ist, sondern ein Fragezeichen. Und so, das würde ich vielleicht gerade auch noch hinkriegen, sozusagen. So als zumal. Aber das ist natürlich auch ein Spaß dieses Romans gewesen. Oder dann eben auch das, was ich so sehe an Kunst, also dieses... eben dieses Dystopische mit den rauchenden Schornsteinen und dem sauren Regen und dem Mobil bis in den Tod, das ist angelehnt an eine Kunst am Bauarbeit, die hier ganz in der Nähe ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar jemandem aufgefallen, wenn ja, dann. Am Savini-Platz, die Kunst am Bau, wir rollen sitzend in den Tod. Ne? Wo man denkt, wow, das ist eigentlich, also diese Form von sozusagen apokalyptischer 80er-Jahre-Kunst, wo man es wirklich für eine gute Idee gehalten hat, den Leuten, wenn sie morgens irgendwie verschlafen auf dem Weg zur Arbeit sind, irgendwie erstmal, das ist das Erste, was die sehen, wenn die quasi auf dem Haus gehen. Ne? So diese, was ja irgendwie interessant ist und irgendwie etwas sagt über eine Zeit, die jetzt auch schon relativ lange her ist. Und ja, das habe ich eben da gemischt oder auch... wenn ich in Hamburg bin, eigentlich immer in demselben Hotel, und da hängen so Drucke von dem Grafiker Horst Jansen, und der dann wirklich so, das hängt eigentlich in jedem Zimmer immer diese Chianti Classico heißt das, wo irgendwie ein,
doch schon deutlich zerzauselter, in die Jahre gekommener Maler mit so einer halben Lesebrille hier und die wenigen Haare noch irgendwie da so, quasi aus der Brust einer Frau so Rotwein trinkt. Und dann heißt es eben Chianti Classico. Und das hatte ich auch. Also auch wieder das halten die bis heute für eine gute Idee, dass das irgendwie in jedem Hotelzimmer da hängt. Ne? Und das ist natürlich auch wieder so was Historisches, diese Generation, die auch noch so, wo es so der männliche Blick eben auch auf weibliche Körper so vollkommen unangefochten halt immer so, der durfte da so hingestellt werden und das war halt vollkommen unhinterfragt, ne, solche Sachen. Und diese Sachen sind dann eben auch in das Buch eingeflossen. Du hast eben eine tatsächliche Arbeit vom Savini-Platz erwähnt und das bringt mich zum Verhältnis von Realität und Fiktion, denn es gibt diesen K.D. Pratz, der, glaube ich, kann man sagen, Amalgam aus verschiedenen Großkünstlern der Bundesrepublik ist. Der Name hat mich natürlich sofort an A.R. Penck erinnert. A.R. Penck, K.H. Hödecke. Genau, ne? Also da kann man so weitermachen, Baselitz, ja, Lüppertz. Ja, genau. Also alle, die eben mit einer großen Bugwelle, wie man in genau. Hamburg sagen würde. So. Jetzt hast du aber ja für die Ausstellung im Haus Gropius in Dessau zusammen mit Jan Tichy, also Jan Tichy hat etwas beigetragen und du hast jetzt auch etwas gemacht, bist eigentlich ins Bild gegangen, hast zwei Videoarbeiten gemacht und die Arbeit, oder nicht die Arbeit, die Ausstellungsreihe heißt Haus Gropius Fiktional, wobei wir immer davon ausgegangen sind, fiktional gedacht, nicht als was Ausgedachtes, sondern fiktional eigentlich von dem lateinischen Wort herkommt, als geformt, gestaltet, dass auch man eben die Realität formt und gestaltet. Was ist oder wie siehst du für dich das Verhältnis Realität, Fiktion und auch vielleicht gerade im Bezug jetzt zu dem Roman? Marina Abramowitsch, habe ich noch vergessen, wird natürlich auch erwähnt. K.D. Pratz hatte ein Verhältnis mit Marina Abramowitsch. Wir sollten sie vielleicht mal fragen, ob sie davon weiß. Ja, wobei ich glaube, Ja, ich finde es eigentlich immer, also bei diesem Buch fand ich es besonders interessant, so einen, eigentlich so eine Art, ja, dritten Raum zu erschaffen, also zwischen dem ganz Fiktiven und dem ganz Faktischen, also genau, K.D. Pratz gibt es in dem Sinne nicht, Marina Abramowitsch gibt es wiederum schon, er hat noch eine andere Freundin gehabt früher mal, also bevor er eben sich auf dieser Burg zurückgezogen hat, Angeliki Florakis, das ist wiederum, wie viele Namen in diesem Buch, zusammengebastelt aus den Namen von wirklich existierenden Fluxus-Künstlerinnen aus den 70er Jahren, also Angeliki Florakis, eigentlich der Name von Walli Ex, nee, Quatsch, von einer anderen, komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber die, also es gibt eine Künstlerin, zum Beispiel Walli Export, die heißt eigentlich Höllinger und das ist dann die kommt auch eben als Name dann vor in dem Buch, genau mit dieser Burg. Es gibt diese Burg in dem Sinne nicht, aber es gibt den Ort, wo diese Burg steht, da steht bei Rüdesheim eine Ruine, die ich dann sozusagen in Gedanken aufgebaut habe, aber sozusagen ist, wenn man an dem Ort steht, dann kann man da eine Burg sehen, die aber überhaupt nicht die ist in dem Buch. Und das finde ich immer ganz schön, wenn es eben, also weder so im total fiktiven Raum sich bewegt, aber auch nicht so in dem, dass man so schlüsselromanmäßig alles abgleichen kann, sondern dass es irgendwie so eine Zwischenwelt ist, wo man eigentlich bei allem nachdenken muss, kenne ich das jetzt oder bilde ich mir das gerade ein? Da sind wir schon eigentlich bei den Namen. Du hast jetzt schon einige genannt und die finde ich großartig. K.D. Pratz, wir haben schon Herbert von Drüber gehört, natürlich auch ein wunderbarer Name, der dann später im Roman eigentlich nur noch das Einstecktuch genannt wird. Und es gibt auch einen Referenten, Knettenbrech. Bist du ein leidenschaftlicher Sammler von Namen? Sammelst du Namen? Also einige kennt man ja selbst aus dem Alltag. Es gibt ja diese wunderbaren Namen. Ja, also ich verwende da schon relativ viel Energie drauf und es ist mir auch wichtig, diese Namen schnell zu haben. Also nicht erst zu schreiben und dann irgendwie im Telefonbuch zu gucken, was passt als Name, sondern die sind oft schon sehr lange da. Also zum Beispiel Knettenbrech, wo du das ansprichst, es gibt in Frankfurt ein Abrissunternehmen, was also überall präsent ist. Also eigentlich jeder zweite Bauschuttcontainer ist von dem Unternehmen Knettenbrech und Gurdulitsch. Und das fand ich schon immer toll, weil das für mich
symbolisiert das irgendwie so Frankfurt, also eben das Hessische und gleichzeitig aber auch irgendwie schon lange irgendwie Geschichte von Einwanderung, von Leuten, die irgendwie kommen, jetzt also früher dann eben aus Südeuropa hauptsächlich da Firmen gegründet haben, also eben so Knennbräsch als irgendwie so richtig so hessischer und Godulitsch, dass diese haben dann zusammen diese Unternehmen und es ist überall dieses Knennbräsch und Godulitsch und die sind eben, die kommen jetzt beide in dem Roman vor. Und Rainer und Martha Hansen, dieses Pastoren-Ehepaar, das sind auch, es gab auch Fluxus-Künstler mit dem Namen Hansen. Und das finde ich als Verfahren immer, bringt mir das einfach sehr viel Spaß, um einfach so auch irgendwie mich so emotional auf so eine Figur einzuschwingen. Also ich achte auch oft einfach darauf, was die Namen von Spam-Absendern sind, weil die ja jede Menge Energie darauf verwenden, dass diese Namen glaubwürdig rüberkommen, damit man dann doch vielleicht die E-Mail aufmacht. Ne? Und da kann man auch unglaublich viel finden. Vielleicht bevor wir dann noch ein Stück aus dem Roman hören, die Frage bezüglich Namen und Titeln. Der Titel Ein Mann der Kunst, da ist mir natürlich sofort aufgefallen, im Kunstmann Verlag erschienen. Ich nehme an, das ist absichtlich. Was sagt Antje Kunstmann, die Verlegerin dazu? Es ist nicht so, dass wir den Titel hatten und dann den Verlag gegründet haben. Aber andersrum vielleicht? Ja, es war schon, das war natürlich schon auch eine Sache, die wir dann einfach, die wir, glaube ich, intern lustig fanden. Also so mein Lebensgefährte hatte diese Idee und das haben wir vorgeschlagen und irgendwie am Anfang fanden es alle irgendwie lustig und irgendwann so, nachdem wir es dann so oft uns damit beschäftigt hatten, dass wir es jetzt nicht mehr so lustig fanden, haben wir aber gedacht, aber es könnte ja eigentlich wirklich so bleiben, ne? So wie wirklich so alberne Ideen, wo man dann irgendwie dann am Schluss so innehält und denkt, also vielleicht gar nicht so übel. Also so das, gar nicht so übel, würde ich sagen. Ich bin nämlich, ich bin mit Titeln nicht immer so glücklich von dem letzten Roman, eben Arztroman, da mochte ich den Titel eigentlich nie so richtig gern. Also so dieses, weil das mir zu sehr so ein Meta-Kommentar gleich auf ein Genre und so. Und natürlich hat dieser Titel auch, ich könnte jetzt ganz lange auch erzählen, was der für Vorteile hat, aber trotzdem war es so emotional, war ich da immer etwas mit diesem Titel per sie. Und das war eben hier ganz anders. Also den mag ich einfach unglaublich und hat dann auch noch so schön mit dem Cover so Hand in Hand gegriffen, was der Maler Rudi Hurzelmeier, der eigentlich also so für die Titanic viele Sachen macht, extra gemalt hat für dieses Buch. Das ist natürlich auch toll. Es gibt das richtig als Gemälde, was er gemalt hat, als er das Buch gelesen hatte. Und solche Sachen sind schon schön natürlich, wenn man da so mit dabei ist. Und das ist nicht bei allen Büchern immer so. Also gibt ja auch viele Leute, die sind oft mit den Umschlägen unzufrieden, also Autorinnen und Autoren. Und das ist natürlich eigentlich nicht schön, wenn man sozusagen auch mit einem Buch reist und es auf Büchertischen liegt und man denkt immer wieder, schon wieder dieses hässliche Ding, was der Verlag mir da aufs Auge drückte. Das ist, das ist hier ein Glück anders gewesen. Hängt es bei dir im Wohnzimmer? Nee, noch nicht, aber es hängt bis jetzt wirklich bei Rudi Hurzelmeier. Ah, okay. Wir wollen es auch eigentlich versteigern für einen guten Zweck. Wir wissen nur noch nicht so genau, wie wir das machen, aber das kommt vielleicht dann auch irgendwann, wenn Corona mal vorbei ist. Oder so. Sehr gut, sind wir gespannt. Ja, magst du noch ein Stück lesen? Ja, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Ne? So, gucken, wo ich jetzt wieder anfange. So, es ist im Prinzip geht es da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Es ist diese Situation, es gibt diese gediegene Vorfreude, die freuen sich auch deswegen so, weil sie sich einfach freuen auf diese Tage so unter Gleichgesinnten. Das ist natürlich auch eine Sache, über die ich viel so auch nachdenke, wenn man sich so die Gesellschaft anguckt. Also diese große Freude, die man empfindet, so unter Gleichgesinnten zu sein, unter sich zu sein oder die Safe Space zu haben, das natürlich auf der einen Seite etwas ganz Tolles ist, auf der anderen Seite natürlich auch
man sich fragen muss, wo dann die Offenheit dann noch bleibt, also und der, wo, was mit dem Dialog dann passiert. Aber hier ist es eben wirklich eine Gruppe von Gleichgesinnten, zumindest anfangs. Am Schluss gibt es dann selbst unter denen Streit, was natürlich dann auch wieder ein Problem ist. Und die fahren jetzt eben mit ihrer Vorfreude dorthin und da würde ich jetzt auch wieder einsetzen. Ja. Als wir Österreich-Winkel passierten, kam das Gespräch für einen Moment zum Erliegen. Und in der Stille, die sich nun, wenn auch nur für ein paar Minuten ausbreitete, merkte ich, dass zumindest bei mir das doch nicht dieselbe reine Vorfreude war wie bei anderen Reisen. Würde diese Reise wirklich so schön werden wie die anderen? Was ist, wenn K.D. Pratz so unausstehlich war, wie alle sagten? Ich hatte nichts über ihn gelesen, was ihn als sympathisch darstellte oder gar gesellig. Alle Interviews, von denen er jedes Jahr ungefähr eins gab, waren ein großes Globalgeschimpfe auf alles. Die Menschen, die Technik, die Welt. Ich hoffte, dass er in Wirklichkeit anders war. Oder vielmehr, wie er in Wirklichkeit war, war mir egal. Ich hoffte nur, er möge sich an diesem Wochenende benehmen, damit diese Reise ein Erfolg wurde. Allein schon wegen Ingeborg, die jetzt das Gespräch wieder aufnahm und gegenüber Michael Neuhuber noch einmal betonte, wie sehr sie sich auf die bevorstehende Begegnung mit K.D. Pratz freute. Da stand Michael auf und ging zu dem Busfahrer. Wenig später hörten wir ein Knacken in der Lautsprecheranlage. Michael Neuhuber stand vor, das Mikrofon des Reiseleiters in der Hand. Nun sollte unsere Reise offiziell beginnen, wobei Michael sich wie immer bemühte, diesem Anfang etwas Feierliches zu verleihen, so als weite er etwas ein. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der diesjährigen Fördervereinsreise, die, Sie haben es gemerkt, ein wenig anders aussieht. Es ist wirklich ein großes Privileg, dass der Ausnahmekünstler K.D. Pratz uns an diesem Wochenende empfängt und uns sonntags sogar sein Atelier zeigt, sagte Michael, machte eine Pause und sah in die Runde. Viele nickten. Dass wir all dies hier im Rheingau erleben dürfen, der schon längst ein Ziel für eine unserer Reisen gewesen wäre, ist natürlich besonders passend. Der Rheingau hat in puncto Kunst und Kultur so viel zu bieten. Lassen Sie uns diese Reise also im Geiste Goethes verbringen, der auch ein großer Fan dieser Gegend war, genau wie ich es bin. Zu des Rheins gestreckten Hügeln, hochgesegneten Gebreiten, Auen, die den Fluss bespiegeln, weingeschmückten Landesweiten, möget mit Gedankenflügeln ihr den treuen Freund begleiten. Es war zwar vielleicht nicht Goethes größte lyrische Leistung, aber dafür war es sehr typisch für Michael Neuhuber. Goethe-Zitate durften auf keiner unserer Kulturreisen fehlen. Selbst in Stockholm, wo Goethe nun wirklich nie gewesen war, war ihm das gelungen. Vielleicht hätte er sich nicht gerade den Zeitpunkt auswählen sollen, an dem wir an einer Tankstelle vorbeifuhren, um von hochgesegneten Gebreiten zu sprechen. Hinter Rüdesheim sah ich immer mehr nackten, schroffen Stein. Das Land türmte sich auf. Der Rhein umrundete das Binger Loch, ließ uns rechts, Ingelheim und Bingen links liegen und schien jetzt sogar noch schneller zu fließen, als wäre er erleichtert, dass er wieder nach Norden durfte, denn dort musste er ja eigentlich hin. Das Land stieg inzwischen so steil auf, dass es von Mauern, Maschendrahtzäunen und abenteuerlichen Stahlseilkonstruktionen daran gehindert werden musste, in den Fluss zu stürzen. Alles kämpfte gegen die Energie der Lage, wurde festgehalten, festgebunden, festgezurrt. Ich blickte aus dem Fenster zu meiner Linken und sah dem Wettrennen zu, dass sich Züge, Bindeschiffe, Radwanderer und Autos flussabwärts lieferten und dass letztendlich doch die Gänse zu gewinnen schienen, die im tiefen Flug über das Wasser sausten. Auf dem Campingplatz gegenüber Deutschlandfahnen, Belgienfahnen und eine Regenbogenfahne. Immerhin. Dann war wieder alles anders. Das eben noch so absturzgefährdet wirkende Land schien jetzt mit kathedralenhafter Dramatik in den Himmel zu streben, wollte hoch, höher hinaus. Die vorher noch fast waagerecht stehenden Weinreben erhoben sich weit in den Himmel. Ich folgte ihnen mit meinem Blick und dann sah ich sie zum ersten Mal. Die Burg. Burg Ernsteck, so weit oben, dass sie gar nicht mehr zu dieser Welt zu gehören schien. Bald bog unser Bus ab und zwängte sich zwischen zwei Häusern hindurch, die so eng beieinander standen, dass es fast so schien, als würde er durch sie hindurchfahren. Auf einer leidlich ausgebauten Straße fuhr er in die Weinberge hinein.
Ich verlor die Burg aus dem Blick, hatte sie plötzlich im Rücken und jedes Mal, wenn sie wieder vor mir auftauchte, war sie ein bisschen näher gekommen. So ging es eine Weile. Dann bog der Bus auf einen kleinen, nicht asphaltierten Weg und kam knirschend auf einem Schotterstück zum Halten. Wir stiegen aus. Der Weg knisterte vor Hitze. Wir sammelten uns um Museumsdirektor Neuhuber, der vor einem Schild mit der Aufschrift »Privatgelände betreten verboten« stand und ratlos zur Burg hinaufsah, die uns überragte, als wäre sie wirklich noch eine Befestigungsanlage, die die Belagerer möglichst erfolgreich einschüchtern sollte. Links ein Turm, der fast noch Originalhöhe hatte, aber in der Länge zur Hälfte weggebrochen war, sodass man durch die leeren, halben Fensterleibungen hindurch in den blauen Himmel sah. Eine erstaunlich intakte Burgmauer führte von dort zu einem Wohntrakt, der im Gegensatz zu der Ruine des Wehrturms mit neuen Schieferschindeln gedeckt war und darunter tiefschwarzes Fachwerk, dessen Zwischenräume weiß in der Sonne glänzten. Und vor uns war, etwa 20 Schritte entfernt, ein Tor mit einer alt aussehenden, sehr massiven Holztür. Niemand kam. Inzwischen hatten wir sämtliche Sonnenbrillen, Sonnenhüte, Fächer und Wasserflaschen herausgeholt, die wir bei uns trugen. Nirgendwo war Schatten. Alle sahen zu Michael Neuhuber. Normalerweise war jede Bewegung dieser Fördervereinsreisen derart minutiös geplant, dass wir Teilnehmer das selbstständige Denken einstellten, sobald wir im Bus saßen. Und so war es auch heute. Menschen, die in ihrem Alltag Menschen operierten, Prozesse gewannen, Firmen führten, erwarteten, dass ihr Anführer etwas tat und wurden ungeduldig, als das nicht sofort passierte. Endlich setzte Michael Neuhuber sich in Bewegung. Katarzyna Pszczek folgte ihm mit ernster Miene. An dem betreten Verbotenschild vorbei ging er auf den schmalen Weg in Richtung des Tores. Ingeborg folgte ihm, ich folgte Ingeborg und die anderen uns. Das Tor war wirklich sehr massiv. Ich hätte einen Eisenring zum Klopfen erwartet, doch da war nichts, nur ein Schlüsselloch für ein modernes Sicherheitsschloss und ein handgeschriebenes, in Klarsichtfolie gestecktes und schon gewelltes Papier, auf das jemand mit einem dicken Edding geschrieben hatte, DHL-Pakete hier abstellen, nicht klingeln. Die Klingel befand sich in einer Mauerfuge der Burgmauer. »Vielleicht sollten wir mal klingeln«, sagte Ingeborg. »Glaubst du nicht, er hat uns bemerkt?«, fragte Michael und zeigte auf den riesigen Bus. Doch da hatte Ingeborg die Klingel schon gedrückt. Ich zuckte zusammen. Nun ging es wirklich los. Niemand sprach. Alle sahen zur Tür. Und es dauerte auch gar nicht mehr lange, bis auf der anderen Seite ein Schloss aufgeschlossen wurde. Im nächsten Moment öffnete sich die Tür und wir sahen das breite Gesicht einer rotgesichtigen Frau, die bestimmt nicht älter als 20 Jahre war. Michael versuchte ein Lächeln. Die Frau öffnete die Tür ganz. Sie trug ein Oberteil mit Blumendekor und eine strassbestickte Jeans, die zusammen mit den pinkfarbenen Turnschuhen und dem girlyhaften Oberteil im Widerspruch zu ihrer kräftigen Statur und den dick umrandeten Gläsern der Hornbrille standen. Die Frau sagte, guten Tag, stellte sich nicht vor. Erst als Michael Neuhuber seinen Namen nannte, sagte sie Schnier, was offenbar der ihre war. Sie führte uns durch einen großen Innenhof, in dem nichts außer eine Plastikkiste mit Streusalz stand, die bei dieser Hitze im August deplatziert wirkte. Für einen Moment überlegte ich, ob sie ein Kunstwerk war. Frau Schnier stapfte die Hände halb in den Taschen ihrer engen Hose wortlos auf eine Treppe zu, die wir nach oben stiegen, bis wir auf eine Art Aussichtsplattform kamen. Wir waren da. Vielen Dank, Christoph. Jetzt haben wir leider gar nicht mehr so viel Zeit, aber zwei, drei Fragen möchte ich doch noch stellen. Du hattest ja schon vorhin erwähnt, dass es vor allem um die, sagen wir mal, Kunstauffassung der 70er, 80er Jahre geht, also die Generation von K.D. Pratz, dem Künstler, aber auch von Ingeborg Marx, der Vorsitzenden des Freundesvereins. Damals spielte ja die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Literatur eine unglaublich wichtige Rolle. Siehst du das heute ähnlich und vielleicht verbunden damit,
Der Roman behandelt ja auch durchaus auf sehr, sehr kluge Art und Weise gerade das Verhältnis von Mann und Frau. Der heißt nun Ein Mann der Kunst, hätte er auch eine Frau der Kunst heißen können, zumal Ingeborg Marx, diese Vorsitzende des Freundesvereins, sich wirklich zu so einer Art Gegenspielerin, wenn ich das verraten darf, zum Künstler entwickelt. Ja, eine Frau der Kunst geht, also erstmal geht es schon deswegen nicht, weil mein Verlag heißt ja nicht Kunstfrau, sondern Kunstmann. Gut, ja. Dann wäre es natürlich nicht so typisch, ne? Also so, ja. Weil das Typische ist ja, wie gesagt, eben, dass diese Situation, dass eben die letzte Generation war, wo wirklich dieser ja, unangefochtene weiße, heterosexuelle, männliche Blick auf die Welt, die Kunst geprägt hat. Also das ist es gibt keine Malerfürsten, ne, aus dieser Generation. Es gibt die üblichen Verdächtigen und im Theater ja auch, ne, Klaus Peymann, Peter Stein, Peter Zadek, das ist typisch für diese Generation, aber was zum Beispiel, wenn im Theater ist, ja auch typisch ist, das Publikum ist natürlich wiederum sehr, sehr weiblich, das heißt, wenn ich so mit meiner Mutter oder mit meiner Tante im Theater bin, finde ich das immer wieder interessant, dass da auch so zwei Welten aufeinander prallen, die sozusagen auf der einen Seite so Leute, die auch feministisch sozialisiert sind in den 70er Jahren, dann noch auf diese ja mit einem sehr alten Männlichkeitsbild agierenden Großkünstler treffen. Das heißt, das ist sozusagen eine Situation, die die Kunst ja lange geprägt hat und die Kultur, und das wollte ich schon in dieser Reinkultur darstellen, so wie sich das für mich darstellt. Und das hat sich natürlich heute komplett gewandelt. Und auch zu der Frage von der Relevanz von Kunst und Kultur, also da die gibt es natürlich heute auch, die hat sich natürlich, also was sich, glaube ich, gewandelt hat, ist nicht die Art, wie relevant Kunst und Kultur ist, sondern was sich komplett gewandelt hat, ist natürlich die literarische Öffentlichkeit, ne? Also so, es werden sehr viel mehr Leute publiziert heute. Es gibt zum Beispiel im Theater allein, es gibt 400 Uraufführungen von deutschsprachigen Theaterautorinnen und Autoren pro Jahr. Und damals gab es natürlich dann sowas wie Peter Weiß, der gleichzeitig an 12 Theatern uraufgeführt wurde. Aber es ist sozusagen es haben heute sehr viel mehr Leute die Möglichkeit, sich zu äußern, wahrgenommen zu werden. Es gibt dadurch natürlich nicht mehr dieses, was ja von Leuten wie dem ehemaligen Hansa-Verleger Michael Krüger ja oft auch beweint wird. Es gibt natürlich nicht mehr so dieses, das eine Buch, auf das alle warten und wo dann alle Feuilletons irgendwie zwei Monate lang sich Debatten drüber liefern, dass es jetzt der neue, was weiß ich, erschienen ist. Das ist aber für mein Dafürhalten eine Veränderung, die auch sehr, sehr viele positive Auswirkungen hat. Und wenn ich einfach erlebe, also wie viel Leute zu Lesungen gehen, wie also steigende Besucherzahlen bei Festivals einfach auch zeigen, also wie viele Leute sich mit Literatur beschäftigen und was ja auch abgesehen davon auch die seit Jahren sehr, sehr, sehr konstanten Umsatzzahlen des Buchhandels zeigen, die sich kaum verändert haben. Also und wo auch Verleger hinter vorgehaltener Hand ja sagen, ja, man kann jetzt natürlich immer sagen, es sind ein paar Millionen weniger Leser, aber man kann natürlich auch sagen, dass das ein Medium ist, was also im Vergleich zur Musikindustrie oder zu den Zeitungen oder so, was eine erstaunliche Stabilität hat und weiterhin sehr viele Leute begeistert. Und das ist dann auch wieder die Frage, wie sagt man es und wie findet man dann die Sprache, die Probleme zu benennen, die es natürlich heutzutage auch gibt. Ne? Das soll jetzt gar nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Lesung Abschluss sein, obwohl Eierkuchen natürlich zur Mittagszeit weggehen. Es ist natürlich wichtig, wie ich finde, dass man nicht, so wie dieser K.D. Pratz halt sozusagen ein reflexhaftes Schlimmfinden benutzt, was wenig dann mit der Welt zu tun hat, sondern eher damit, wie er so ist, sondern dass man guckt, wie findet man eine neue Sprache für die vielen Probleme, die es ja heute zweifellos gibt. Genau, deshalb hatte ich das auch gefragt, weil K.D. Pratz unglaublich wettert eigentlich die ganze Zeit und die verlorene Relevanz seiner Kunst beweint. Du würdest dem also klar widersprechen?
Ich würde dem widersprechen, ja. Es gibt ja auch schon aus den 20er Jahren, da haben die Leute sich ja auch schon beschwert, dass dieser banale Hermann Hesse da oben auf der Bestsellerliste steht. Da gibt es also so, also es gibt Leute, denen kann man es auch einfach nie richtig machen. Früher im 19. Jahrhundert fand man es schlimm, dass die Leute so viel lesen. Dann gibt es andere, die beweinen, dass zu wenig gelesen wird. Wenn die Leute dann lesen sie das Falsche. Also das ist ein Schimpfen, was natürlich, das kann man immer machen. Also so, das hat mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Und es ist, glaube ich, auch gefährlich, weil man natürlich damit also so ein Narrativ befeuert, so ein früher war alles besser Narrativ. Und das ist natürlich auch etwas, was dann natürlich Populisten wunderbar ausnutzen. Das ist ja auch schon eine relativ lange, als sehr oft behauptete These, und dass natürlich Kulturpessimismus immer den populistischen und extremen politischen Positionen halt einfach auch sehr, sehr hilft. Das heißt, das ist nicht nur nicht lustig, das ist auch ein richtiges Problem, das es gibt. Aber ich würde sagen, wir setzen dem was entgegen, oder? Wir schimpfen nicht, wir loben. Genau, sehr gutes Buch, alle lesen. Ja, genau, ich muss natürlich aufpassen, dass ich dann nicht immer so schimpfe über die Leute, die immer so schimpfen. Das ist natürlich dann auch wieder, da beißt es sich dann in den Schwanz. Das wollen wir nicht. Vielen, vielen Dank, Christoph. Wir sind schon am Ende mit unserer Zeit für diesen Brownback Lunch. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, unglaublich lustiges, witziges, kluges Buch zu vielen relevanten Themen auch. Und die Ausstellung von Jan Tichy im Haus Gropius in Dessau mit zwei Videobeiträgen von Christoph Magnusson ist ab dem 4. Oktober, wir eröffnen am Sonntag, bis zum 14.03. nächstes Jahr zu sehen. Da sollte selbst Corona hoffentlich nicht dazwischen kommen, also schauen Sie sich das gerne an und nochmal vielen, vielen Dank und einen schönen Tag. Glück.